Moin, moin. Ohne große Verzögerung mache ich gleich weiter, genau in den nächsten Satz, wo wir gerade eben aufgehört haben. In dem Buch von Alexander Hislop, von Babylon nach Rom, im zweiten Kapitel, zweiter Teil, das Kind in Assyrien. Es gibt aber keinen Grund zu glauben, dass Semiramis allein die Zinnen Babylons errichtete, obwohl einige dies so darstellen. Wir haben durch Abydenos das ausdrückliche Zeugnis des alten Historikers Megasthenes, dass Belos derjenige war, der Babylon mit einer Mauer umgab. Da Bel, der Verwirrer, der die Stadt und den Turm Babels begann, beide unvollendet zurücklassen musste, konnte sich dies nicht auf ihn beziehen. Es konnte sich nur auf seinen Sohn Ninus beziehen, der seines Vaters Titel erbte und der erste wirkliche König des babylonischen Reiches war und folglich auf Nimrod. Der wahre Grund dafür, dass Semiramis, Ninus Gattin, die Ehre zukam, die Festung Babylons zu beenden, bestand darin, dass sie nach Ansicht der antiken Götzenverehrer schließlich eine herausragende Stellung innehatte und ihr all die verschiedenen Eigenschaften zugeschrieben wurden, die ihrem Gatten gehörten oder gehören sollten. Wenn wir dann eine der Eigenschaften ermittelt haben, mit der die zur Göttin erhobene Frau angebetet wurde, könnten wir daraus schließen, was der entsprechende Charakterzug des zum Gott erhobenen Mannes war. Layard erklärt eindringlich, dass Rea oder Kybele, die Turmkronengöttin, nur das weibliche Gegenstück zur über Bollwerke oder Festungen herrschenden Gottheit war. Und für die Annahme, dass diese Gottheit Ninus beziehungsweise Nimrod war, das wissen wir inzwischen, dass das Synonyme füreinander sind, finden wir noch weitere Indizien in Form der verstreuten Hinweise des Altertums auf den ersten zum Gott erhobenen König Babylons unter einem Namen, der ihn als Gatten der Rea ausweist, der turmtragenden Göttin. Dieser Name lautet Kronos oder Saturn. Nun, die Fußnote des Autors möchte ich hier eben vorlesen. In der griechischen Mythologie sind Kronos und Rea gemeinhin Geschwister. Ninos und Semiramis werden gemäß der Geschichte nicht so dargestellt, als stünden sie in dieser familiären Beziehung zueinander. Jedoch bildet dies keinen Einwand gegen die wahre Identität von Ninos und Kronos. Denn zunächst sind die Beziehungen der Gottheiten untereinander in den meisten Ländern eigentümlicherweise widersprüchlich. Osiris wird in Ägypten zu verschiedenen Zeiten nicht nur als Sohn und Gatte der Isis dargestellt, sondern auch als ihr Vater und Bruder. Zweitens traten die Sterblichen in neue Beziehungen ein, wenn sie zu Göttern erhoben wurden. Egal, was sie vor der Vergottung, da bevorzuge ich das deutsche Wort Vergötterung, gewesen waren. Bei der Apotheose, das ist ein wichtiges Wort, nachdem ich gerade Rulers of Evil gelesen habe, Kapitel 23, The Great Dome of the Sky, Apotheose, das ist das Vergöttlichen eines Menschen. Wenn ihr euch die Apotheosis im Kapitol der Amerikaner mal anschaut, also das ist die Deckenbemalung des Kapitols, das Fresko, das da von den Brumidi gemalt wurde, das nennt man die Apotheosis, da sieht man die Vergöttlichung von Washington, dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Wollt ihr da mehr drüber wissen? Kann ich euch anraten. Hört euch meine Lesung von Rulers of Evil an. Also, bei der Apotheose, dass ihr wisst, was das ist, bei der Apotheose von Ehemann und Frau war es für die Würde der beiden nötig, dass beide als von derselben Herkunft galten, als übernatürliche Kinder Gottes. Vor der Sintflut bestand die größte Sünde, die das Verderben über die Menschheit brachte, darin, dass die Söhne Gottes jemand anderen als die Töchter Gottes heirateten. Mit anderen Worten, ihre Frauen waren geistlich nicht ihre Schwestern. Wie wir im ersten Buch Mose, also Genesis, Kapitel 6, Vers 2 und 3 nachlesen können. Und das ist ein furchtbar, furchtbar wichtiges Kapitel in der Bibel, das durch viele Leute missinterpretiert wird als Nephilim und Riesen und Außerirdische und Engel und. Nein, nein. Hier geht es um Gottes treue Männer und Gottes treue Frauen.
Und dazu kann ich euch anraten, schaut euch von Walter Kain, von Walter Kain, von Walter Veit, das Zeichen des Kain an oder Herodes oder ich weiß nicht, wie er das im Deutschen nennt, aber da kann man das auch drin lernen. Ansonsten könnt ihr mich ja fragen, ich kann euch das sonst auch erklären. Ihre Frauen waren geistlich nicht ihre Schwestern, wie man im 1. Buch Mose 6, 2, 3 nachlesen kann. In der nachsintflutlichen Welt muss während der Einfluss Noahs vorherrschte die umgekehrte Praxis dominiert haben. Denn es muss eine Missheirat und eine Schande gewesen sein, wenn ein Sohn Gottes jemand anderen heiratete als eine Tochter Gottes, also seine eigene Schwester im Glauben. Durch die Perversion einer geistlichen Vorstellung kam man daher zweifellos zu der Sichtweise, dass die Würde und Reinheit der königlichen Linie durch die Heirat königlicher Brüder und Schwestern untereinander unberührter blieb. Dies war in Peru der Fall, in Indien und in Ägypten. Daher die Beziehung zwischen Jupiter und Juno, die sich dessen rühmte, Soror et Conjux, Schwester und Frau ihres Mannes zu sein. Daher auch die gleiche Beziehung zwischen Isis und ihrem Gatten Osiris, wobei erstere als ihren Bruder Osiris beweinend dargestellt wird. Oder das Weinen um Tammuz, ha? Seht ihr das alles zurückkommen? Aus demselben Grund wurde zweifellos Rea zur Schwester ihres Mannes Kronos erhoben, um ihre göttliche Würde und Gleichheit zu zeigen. Ende der Fußnote. Also, dieser Name, den wir hier als den Gatten von Rea ausweisen, lautet Kronos oder Saturn. Es ist bekannt, dass Kronos oder Saturn Reas Mann war, aber es ist weniger bekannt, wer Kronos selbst war. Verfolgt man die Spur seiner Herkunft zurück, stellt sich heraus, dass diese Gottheit der erste König Babylons war. Theophilus von Antiochien zeigt, dass Kronos im Osten unter den Namen Bel und Baal verehrt wurde. Und von Eusebius erfahren wir, dass der erste assyrische König, Assyrien gleich Babylon, vergesst das nicht, dessen Name Belus war, von den Assyrern auch Kronos genannt wurde. Die ursprünglichen Schriften von Eusebius lassen keinen Belos als tatsächlichen König von Assyrien zu, der vor Ninos, dem König der Babylonier, regierte und sich von ihm unterschied. Und das zeigt, dass Ninos, der erste König Babylons, Kronos war. Weiter stellen wir jedoch fest, dass Kronos der König der Zyklopen war, seiner Brüder, die diesen Namen von ihm ableiteten. Wir lernen in der Fußnote hieraus, die Zyklopen waren die Brüder von Kronos, dem Vater Jupiters, und dass die Zyklopen als die Erfinder des Turmbaus bekannt waren. Der König der Zyklopen, der Erfinder des Turmbaus, hatte exakt die gleiche Stellung wie Rea inne, die als erste Türme in Städten errichtete. Wenn also Rea, die Frau des Kronos, die Göttin der Festungen war, muss Kronos oder Saturn der Mann der Rea, das heißt Ninos oder Nimrod, der erste König von Babylon, Allamehosin, der Gott der Festungen, gewesen sein. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, das Wort Allah hier, A-L-A, hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit dem sogenannten Allah der Islam. Islam ist eine erfundene Religion, initiiert durch die römisch-katholische Kirche im 6. Jahrhundert. Hat also überhaupt nichts mit diesen alten Göttern zu tun. Ne? Der Name Kronos selbst untermauert das Argument nicht unerheblich. Kronos bedeutet der Gehörnte. Ein Name für einen Gott. Ich glaube, es gibt viele Männer, die, wenn sie auf ihr Leben zurückschauen, auch sagen können, dass sie der Gehörnte sind. Also ich gehöre da auf jeden Fall zu. Ich bin kein Gott, auch nicht göttlich. Aber der Gehörnte, ja, das ist ein Beiname, den konnte ich auch mal ganz gut tragen. Man muss ja ab und zu auch mal lachen zwischendurch, ne? Da ein Horn ein bekanntes orientalisches Sinnbild für Kraft oder Macht ist, war Kronos, der Gehörnte, nach dem mythologischen System einfach ein Synonym für den nach der Heiligen Schrift auf Nimrod angewandten Beinamen, nämlich Jeber, G-H-E-B-E-R, Jeber, der Mächtige, Gewaltige, wie wir im 1. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 8 nachlesen können. Er war der erste Gewaltige auf der Erde. Ich weiß schon, warum ich vorhin in Vers 8 angefangen habe zu lesen und nicht in Vers 10. Ihr seht's, ja?
Der Name Kronos, der Leser klassischer Literatur ist sich dessen wohlbewusst, wird auf Saturn als Vater der Götter angewandt. Wir hatten bereits einen anderen Vater der Götter unter die Lupe genommen, nämlich Kusch in seiner Eigenschaft als Bel, der Verwirrer, oder Hephaistos, der überallhin Verstreuende. Und als die Vergottung, also ich verstehe dieses Wort von Hislop nicht hier in der deutschen Übersetzung, als die Vergötterung von Sterblichen begann und der gewaltige Kusch zum Gott erhoben wurde, kann man leicht verstehen, warum der Vater ebenfalls zum Gott erhoben werden musste. Insbesondere, wenn man die Rolle bedenkt, die er anscheinend beim Aushecken des ganzen abgöttischen Systems hatte und seine Eigenschaft als Vater des Gewaltigen und all der Unsterblichen berücksichtigt, die ihm folgten. In Wirklichkeit jedoch werden wir im Lauf unserer Nachforschungen herausfinden, dass Nimrod der tatsächliche Vater der Götter war, da er der erste zum Gott erhobene Sterbliche war, und dass es daher mit geschichtlichen Tatsachen übereinstimmt, dass Kronos, der Gehörnte oder Gewaltige oder Mächtige, im klassischen Pantheon unter diesem Titel bekannt ist. Die Bedeutung des Namens Kronos, der Gehörnte, wie er auf Nimrod angewandt wird, erklärt vollständig die Herkunft des bemerkenswerten Symbols, das so häufig bei den Skulpturen Ninives zu sehen ist, die die großen Gottheiten Assyriens darstellten. Der riesenhafte gehörnte Stiermensch. Dasselbe Wort, das Stier heißt, bedeutet auch Herrscher oder Fürst. Daher bedeutet der gehörnte Stier mächtiger Fürst. Dabei wird zurückverwiesen auf den ersten dieser Mächtigen, die unter dem Namen Gurben, Gabren oder Kabiri eine so hervorragende Stellung in der alten Welt einnahmen und auf die die zum Gott erhobenen assyrischen Monarchen heimlich die Herkunft ihrer Größe und Macht zurückführten. Dies erklärt, weshalb der Bacchus der Griechen mit Hörnern dargestellt wurde und er häufig mit dem Beinamen der Stierhörnige als einem seiner hohen Würdentitel angesprochen wurde. Sogar in vergleichsweise junger Zeit wurde Togrul Bek, der Führer der seleukidischen Türken, der aus der Gegend des Euphrat stammte, in ähnlicher Weise mit drei aus seinem Kopf gewachsenen Hörnern als Sinnbild seiner höchsten Gewalt dargestellt, wie wir hier in der Abbildung 9 sehen können. Und ich muss da eben mal zu vermelden, ich habe versucht im Internet andere Abbildung als dieses eine Bild hier zu finden, das ich euch jetzt hier im Video zeige. Ich habe es nicht geschafft, unter dem Stichwort, wie heißt es hier, Togrul Bek, ein anderes Bild zu finden als dieses ja fast kindische mit den drei Hörnern, die bei ihm da rauskommen. Also tut mir leid, habe ich so nicht gefunden. Wenn jemand noch eins findet, kann es mir ja schicken und dann kann ich das vielleicht in einem anderen Video mal irgendwann gebrauchen. Aber ich habe halt keins gefunden. Ich mache da noch keine stundenlangen Forschungen nach nur einem Bild, weil sonst verrenne ich mich da in Details zu sehr. Ne? Der Autor fährt fort am Ende der Seite 40. Sogar in vergleichsweise junger Zeit wurde Togrul Bek, der Führer der seleukidischen Türken aus der Gegend des Euphrat stammte, in ähnlicher Weise mit drei aus seinem Kopf wachsenden Hörnern als Sinnbild seiner höchsten Gewalt dargestellt, also das Bild, was ich hier zeige. Dies erklärt auch in bemerkenswerter Weise den Ursprung von Cernobogus, einer Gottheit, die von den heidnischen angelsächsischen Vorfahren der Engländer verehrt wurde. Dieser Cernobogus war die schwarze, feindselige, von schlechten Vorzeichen begleitete Gottheit. Mit anderen Worten, die genaue Entsprechung zur volkstümlichen Vorstellung vom Teufel, der vermeintlich schwarz ist und Hörner und Hufe hat. Wird dieser Name analysiert, Cernobogus, und mit dem abgebildeten Holzschnitt verglichen, die Abbildung, die ich jetzt in dem Video einblende, wie es Layard getan hat, wirft dies ein sehr eigenartiges Licht auf die Quelle, aus der der volkstümliche Aberglaube hinsichtlich des großen Feindes stammt. Der Name Cernobogus ist fast rein chaldäisch und bedeutet wahrscheinlich Same des Propheten Kusch. Wir hatten schon gefolgert, dass Kusch unter dem Namen Bel, der sich von Baal unterscheidet, der in Babylon verehrte große Wahrsager oder falsche Prophet war. Aber unabhängige Forscher
wurden zu den Folgerungen gebracht, dass Bel und Nebo nur zwei verschiedene Titel für denselben Gott waren, und zwar für einen prophetischen Gott. So kommentiert daher Kitto die Worte aus Jesaja 46, Vers 1, Bel bricht in die Knie, Nebo krümmt sich. In Bezug auf den Namen Nebo, Zitat, das Wort scheint von Nibba zu kommen, ein Orakel ausrichten oder prophezeien. Daher bedeutet es wohl Orakel und ist, wie Calmet vorschlägt in Commentaire Literal, wohl nur ein anderer Name für Bel selbst oder ein charakterisierender Beiname für ihn. Es ist ja nicht ungewöhnlich, den gleichen Sachverhalt im selben Vers mit gleichwertigen Ausdrücken zu wiederholen. Zitat Ende. Zer Nebo Gus, der große Same des Propheten Kusch, war natürlich Nimrod, denn Kusch war Nimrods Vater. Wenden wir uns nun an Layard, so erkennen wir, wie dieses unser Land, England, da spricht Hislop natürlich von, und Assyrien auf diese Weise in enge Beziehung gebracht werden. In dem erwähnten Holzschnitt finden wir zuerst den assyrischen Herkules, also Nimrod, den Riesen, wie er in der Septuaginta-Version des Buches Mose heißt. Nun wissen einige von denen, die mir zuhören, vielleicht jetzt nicht, was mit der Septuaginta-Version gemeint ist. Die Septuaginta ist die römisch-katholisch korrumpierte Bibelversion. Septuaginta. Also Nimrod den Riesen, wie er in der Septuaginta-Version des ersten Buchs Mose heißt, der ohne Keule, Speer oder irgendwelche Waffen einen Stier angreift. Nachdem er ihn überwunden hat, setzt er sich die Stierhörner als Siegestrophäe und Machtsymbol auf den Kopf. Naja, also persönlich gehe ich davon aus, dass es nicht per se unbedingt also nur die Stierhörner sind, sondern eher sogar den ganzen Stierkopf, in den er seinen eigenen Kopf reinstecken kann, dass er sich mit dem Kopf des Stieres und damit mit seinen Hörnern schmückt. Darüber kann man diskutieren, das ist Auslegungssache, aber wir kennen das ja, dass sich Leute Tierköpfe auf ihren eigenen Kopf stülpen oder drüber setzen. Nachdem er ihn überwunden hat, setzt er sich die Stierhörner als Siegestrophäe und Machtsymbol auf den Kopf. Und von da an wird der Held nicht nur oben mit den Hörnern und Hufen dargestellt, sondern von der Mitte abwärts auch mit den Beinen und hufförmigen Füßen des Stiers. So ausgestattet wird gezeigt, wie er als nächstes mit einem Löwen zusammenstößt. Dies bezweckt aller Wahrscheinlichkeit nach an, ein Ereignis im Leben dessen zu erinnern, der zuerst auf den Gebieten der Jagd und des Krieges mächtig wurde. Na, wer war das denn? Und allen alten Überlieferungen entsprechend auch außergewöhnliche körperliche Macht aufwies, so dass er der Anführer der Riesen war, die gegen den Himmel rebellierten. Nun, Nimrod, der Sohn des Kusch, war dunkelhäutig, ein Schwarzer. Kann der Schwarze seine Haut wandeln? Wie wir in Jeremia 13, 23 lesen, heißt im Urtext, kann der Kuschit oder Äthiopier seine Haut wandeln? Wenn wir dies bedenken, wird sich herausstellen, dass wir mit diesem in Ninive ausgegrabenen Bild sowohl den Prototyp des angelsächsischen Zer Nebo Gus haben, des Samens des Propheten Kusch, als auch das wirkliche Urmodell des schwarzen Feindes der Menschheit mit Hörnern und Hufen. Nimrod wurde zunächst wegen Eigenschaften verehrt, die sich von denen des Feindes unterscheiden. Aber wenn er schon in einem Volk von heller Hautfarbe verehrt wurde, wie sie die Angelsachsen haben, war es unvermeidlich, dass es sich im Allgemeinen einfach um ein Sinnbild der Angst handeln musste. Und so stand schließlich Kronos, der Gehörnte, der die Hörner als Sinnbild sowohl seiner körperlichen Kraft als auch unumschränkter Macht trug, im volkstümlichen Aberglauben für den Teufel. In zahlreichen und weit voneinander entfernten Ländern wurden Hörner zu Symbolen unumschränkter Macht. Die Krone, die immer noch die Stirn europäischer Monarchen schmückt, scheint von dem Sinnbild der Macht herzustammen,
das sich Kronos oder Saturn zu eigen machte, welcher nach Perseides der erste von allen anderen war, der je eine Krone trug. Die erste Königskrone scheint nur ein Band gewesen zu sein, in welches die Hörner eingesetzt waren. Ausgehend von der Vorstellung der im Horn enthaltenen Macht scheinen sogar untergeordnete Führer als Zeichen ihrer Autorität einen mit einem einzigen Horn geschmückten Kranz getragen zu haben. Bruce, der abyssinische Reisende, führt Beispiele für abyssinische Oberhäupter an, die auf diese Weise geschmückt waren, so wie in der Abbildung 11 sehen können, die ich hier in das Video einblenden werde. Diesbezüglich sagt er, dass das Horn seine besondere Aufmerksamkeit erregte, als er bemerkte, dass die Gouverneure der Provinzen sich durch diesen Kopfschmuck auszeichneten. Wo sie eben auf die Fußnote eingehen, die zwei männlichen Personen in der Abbildung 11, die wir hier sehen, sind abyssinische Oberhäupter. Die zwei weiblichen Personen, die Kitto ihnen zugesellte, sind Frauen vom Berg Libanon, deren gehörnter Kopfschmuck Walpole als Überreste der alten Verehrung der Astarte betrachtet. Also Walpole, das ist ein Schriftsteller, ne? Deren gehörnte Kopfschmuck Walpole als Überreste der alten Verehrung Astarte betrachtet. Mit Walpole zu tun. Walpole, sorry. Im Fall von unumschränkter Macht, fährt der Autor fort, war das königliche Kopfband manchmal mit einem doppelten, manchmal mit einem dreifachen Horn geschmückt. Das doppelte Horn war offenbar das ursprüngliche Symbol für Kraft oder Macht seitens der Herrscher, denn auf ägyptischen Denkmälern haben die Häupter der zum Gott erhobenen königlichen Persönlichkeiten im Allgemeinen nicht mehr als zwei Hörner, die ihre Macht andeuten sollten. Da die Oberherrschaft in Nimrods Fall auf körperliche Kraft gegründet war, waren die zwei Stierhörner die Symbole dieser körperlichen Kraft. Wir lesen in Übereinstimmung damit in Sanchuniathon, dass Astarte sich auf ihren eigenen Kopf einen Stierkopf als Abzeichen der Königswürde setzte. Nach und nach jedoch kam eine andere und höhere Vorstellung auf, und diese drückte sich im Symbol der drei Hörner aus. Eine Haube scheint im Laufe der Zeit mit den königlichen Hörnern assoziiert worden zu sein. In Assyrien war die dreihörnige Haube eines der heiligen Embleme, als Zeichen dafür, dass die mit ihr verbundene Macht himmlischen Ursprungs war, wobei die drei Hörner offensichtlich auf die Macht der Dreieinigkeit hinweisen. Wir haben auch Hinweise darauf, dass das gehörnte Band ohne jegliche Haube früher die Krone oder Königskrone war. Die vom Hindu-Gott Vishnu getragene Krone bei seiner Inkarnation als Fisch ist nur ein offener Kreis bzw. ein offenes Band mit drei sich darüber aufrichtenden Hörnern, von denen jedes an seiner Spitze einen Knauf hat, wie wir in Abbildung 12 sehen können. Alle Inkarnationen werden mit einer Krone gekrönt dargestellt, die diesen nachgeformt zu sein scheint, bestehend aus einem Diadem mit drei sich darüber aufrichtenden Spitzen. In ihr erkennt Sir William Jones das äthiopische oder parthische Diadem. Die offene Tiara von Agni, dem hinduistischen Feuergott, weist an ihrem unteren Rundteil das Doppelhorn auf, das von der gleichen Machart ist wie in Assyrien, was zugleich den alten Brauch und die Herkunft desselben beweist. An die Stelle der drei Hörner wurden drei hornförmige Blätter gesetzt, wie wir in Abbildung 13 sehen können, die ich hier ins Video einblende. Und so wurde aus dem gehörnten Band schrittweise das moderne Diadem oder die Krone mit den drei Blättern des Lilienwappens oder anderen bekannten dreiblättrigen Verzierungen. Bei den Indianern Amerikas gab es offensichtlich etwas völlig Analoges zum babylonischen Brauch des Hörnertragens. Denn bei ihrem Büffeltanz hatte jeder Tänzer seinen Kopf mit Büffelhörnern geschmückt. Und es ist besonders bemerkenswert, dass der satyrische Tanz oder der Tanz der Satyren in Griechenland die Entsprechung zu dieser indianischen Feierlichkeit war. Aber eben eine kleine Bemerkung von mir, dass die sogenannten Indianer, also die sogenannten Ureinwohner des Kontinents von Nordamerika, wie wir sie nennen, natürlich abstammen von den Söhnen Noahs, die wie Kusch, als die Arche auf dem Berg in der heutigen Türkei, Ararat oder wie der heißt, gelandet war, die sich dann in die Welt verteilt hatten. Und später ist die Welt auseinandergerissen, wie wir ja schon gelernt haben, ne?
Und so wurde Amerika abgetrennt. Und deswegen wurden diese Völker abgetrennt. Bis zur sogenannten, Zitat, Zitat, Anführungsstriche oben, Wiederentdeckung von Christopher Columbus. Wer als Bibelgläubiger wirklich glaubt, dass dieser sogenannte Christoph Kolumbus die Vereinigten Staaten von Amerika oder den Kontinent Amerika entdeckt hat, der hat die Bibel nicht verstanden. Und der weiß vor allen Dingen nicht, dass der Teufel viel mehr weiß als wir. Außerdem hat Kolumbus Amerika entdeckt für den Papst. Er hat es direkt Maria gewidmet. Naja, gut. Kleine Abschweifung, aber das musste mal eben sein. Der Autor fährt fort: Die Satyren waren nämlich gekrönte Gottheiten. Und folglich mussten die, die ihren Tanz nachahmten, ihre Köpfe durch eine Imitation schmücken. Wir stoßen hier also auf einen Brauch, der eindeutig auf eine Ausdrucksweise gegründet ist, welche die Gegend charakterisierte, in der Nimrods Macht ihren Einfluss ausübte. Jetzt folgt ein sehr wichtiger Satz. Hört gut zu. Dieser Brauch herrschte in vielen unterschiedlichen, weit voneinander entfernten Ländern vor, in denen keine solche Ausdrucksweise im täglichen Leben verwendet wurde. Somit können wir sicher sein, dass ein solcher Brauch nicht das Ergebnis reinen Zufalls war, sondern dass er auf die ausgedehnte Verbreitung eines Einflusses hinweist, der von der Zeit an, da Nimrod zuerst ein Gewaltiger auf Erden zu werden begann, von Babylon in alle Richtungen ausging. Hier sagt der Autor genau das, was ich gerade eben mit Amerika und den Indianern bereits angeholt habe. Somit können wir sicher sein, sagt der Autor, dass ein solcher Brauch nicht das Ergebnis reinen Zufalls war, sondern dass er auf die ausgedehnte Verbreitung eines Einflusses hinweist, der von der Zeit an, da Nimrod zuerst ein Gewaltiger auf Erden zu werden begann, von Babylon in alle Richtungen ausging. Ey, Evolutionstheoretiker, erklärt mir das mal! Neben dem Horn gab es eine weitere Art, wie Nimrods Macht symbolisiert wurde. Ein Synonym für Jeber, den Mächtigen, Gewaltigen, war Abir, wobei Aber auch Flügel bedeutet. Nimrod, Haupt und Anführer der Kriegsmänner, die er um sich scharrte und die Werkzeuge zur Aufrichtung seiner Macht waren, war Baal Aberin, der Herr der Mächtigen. Aber Baal Abirin, fast genauso ausgesprochen, bedeutete der Geflügelte. Nun, das hat nicht so viel mit Hühnern zu tun, aber mit dem Folgenden. Ich werde euch da mal eine kleine Erklärung zu geben. Das gilt entsprechend einer besonderen orientalischen Redewendung, wovon es viele Beispiele gibt. So bedeutet zum Beispiel Baal Af, Herr des Zorns, so viel wie zorniger Mensch. Baal Lashon, Herr der Zunge, so viel wie beredeter Mensch. Baal Hatzim, Herr der Pfeile, so viel wie Bogenschütze. Und in ähnlicher Weise bedeutet Baal Aberin, Herr der Flügel, so viel wie Geflügelter. Und daher, fährt der Autor fort, wurde er symbolisch nicht nur als gehörnter Stier, sondern gleichzeitig als gehörnter und geflügelter Stier dargestellt. Das zeigte, ich schätze mal, dass ich dafür ein Bild in dieses hier einblenden werde, das zeigte, dass er nicht nur selbst mächtig war, sondern dass er Mächtige unter sich hatte, die stets bereit waren, seinen Willen auszuführen und jeglichen Widerstand gegen seine Macht niederzuschlagen. Und um die gewaltige Ausbreitung seiner Macht anzudeuten, wurde er mit großen und sich weit ausbreitenden Flügeln dargestellt. Auf diese Darstellungsart der mächtigen Könige Babylons und Assyriens, die Nimrod und seine Nachfolger nachahmten, finden wir eine offenkundige Anspielung in Jesaja Kapitel 8, Vers 6 bis 8. Zitat: Weil dieses Volk die Wasser von Siloa verworfen, die still dahinfließen und Freude hat an Rezin und dem Sohn des Remalia,
Darum siehe, lässt der Herr die mächtigen und großen Wasser des Stromes über sie heraufsteigen, den König von Assur und all seine Herrlichkeiten. Er wird heraufsteigen über alle seine Betten und über all seine Ufer gehen, und er wird über Juda dahinfahren, überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen, und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen. Immanuel. Zitat Ende. Wenn wir die Gestalten der Abbildung 14 und 15, die ich dann hier in das Bild reinbringe, und da sehen wir auch die geflügelten Stiere mehr oder weniger, das hat sich damit dann erledigt, mit der großen Spanne der ausgebreiteten Flügel, die einen assyrischen König symbolisieren, welche Lebendigkeit und Kraft verleihen sie der inspirierten Sprache des Propheten? Und wie klar ist auch, dass die Spanne der Flügel des assyrischen Monarchen, die die Weite von Immanuels Land füllen sollte, genau diese symbolische Bedeutung hat, die ich erwähnte, nämlich das Bedecken des Landes durch seine Mächtigen, die Horden bewaffneter Männer, die der König von Babylon bei seiner überflutenden Invasion mitbringen sollte. Das Wissen um die Art und Weise, wie diese assyrischen Monarchen dargestellt wurden, sowie um die Bedeutung dieser Darstellung verleiht der Geschichte von dem Traum Cyrus des Großen, wie sie von Herodot erzählt wird, zusätzliche Kraft. Cyrus träumte, so der Historiker, dass er den Sohn eines seiner Fürsten, der sich zu jener Zeit in einer entfernten Provinz aufhielt, mit zwei großen Flügeln auf seinen Schultern sah, von denen er der eine Asien überschattete, der andere Europa. Woraus er unmittelbar schloss, dass er einen Aufstand gegen ihn anzettelte. Die Symbole der Babylonier, deren Hauptstadt Cyrus eingenommen und über die er nun Macht hatte, waren ihm völlig vertraut. Die Flügel waren also die Symbole unumschränkter Macht, und wer sie besaß, besaß auch die Herrschaft über die Macht oder die Heere des Reiches, und so kann man leicht verstehen, wie völlig natürlich der Verdacht der Untreue in seinen Träumen auf diese Art Gestalt annehmen konnte. Nur wenn man diese Doppelbedeutung von Baal Aberin versteht, lässt sich die bemerkenswerte Aussage des Aristophanes erklären, dass zu Beginn der Welt die Vögel zuerst geschaffen wurden und dass dann erst nach ihrer Erschaffung das Geschlecht der gesegneten unsterblichen Götter kam. Dies wurde entweder als atheistische oder als unsinnige Äußerung des Dichters betrachtet. Aber wenn der richtige Schlüssel auf die Ausdrucksweise angewandt wird, findet man heraus, dass dies eine wichtige historische Tatsache beinhaltet. Die Bibel ist das Geschichtsbuch, Leute, Brüder und Schwestern in Jesus. Die Bibel ist das Geschichtsbuch, das dem Ganzen hier zugrunde liegt. Und die ganzen verfälschten Könige haben ihren Ursprung aus der Bibel, weil das war, was die ersten Menschen kannten. Ob es Kusch, dem Sohn von Ham, dem Sohn von Noah, nur gefallen hat oder nicht, Gott ist der Ursprung allen Seins. Und sein Wissen hat er korrumpiert. Und darum haben wir dieses Babylon heutzutage. Die Bibel bleibt immer noch das Geschichtsbuch. Und wenn man den richtigen Schlüssel ansetzt, dann sieht man, dass dies wichtige historische Tatsachen beinhaltet. Der Autor fährt fort: Wir wollen nur im Gedächtnis behalten, dass die Vögel, also die Geflügelten, die Herren der Mächtigen symbolisierten. Dann wird die Bedeutung klar, nämlich dass die Menschen zuerst mächtig wurden auf Erden und dann die Herren oder Anführer dieser Mächtigen zum Gott erhoben wurden. Apotheosis! Das Wissen um den mystischen Sinn dieses Symbols erklärt auch die Herkunft der Geschichte von Perseus, dem Sohn Jupiters. Er wurde auf wundersame Weise von Danae geboren, tat sehr wunderbare Dinge und reiste mit Flügeln von Land zu Land, die ihm auf göttliche Weise verliehen worden waren. Dies beleuchtet auch die symbolischen Mythen über Bellerophon und die Heldentaten, die er auf seinem geflügelten Pferd vollbrachte, sowie ihren letzten verheerenden Ausgang. Wie hoch er in die Lüfte stieg und wie schrecklich sein Fall war. Und über Ikarus, den Sohn des Daedalus, der bei seinem Flug mit durch Wachs gekittelte Flügel über das Ikarische Meer seine Flügel schmolzen, weil er der Sonne zu nahe kam und der so dem Meer, in das er angeblich stürzte, seinen Namen gab.
Die Fabeln bezogen sich alle auf diejenigen, die tatsächlich oder angeblich in den Fußspuren Nimrods gingen, dem ersten Herrn der Mächtigen, der in dieser Eigenschaft mit Flügeln dargestellt wurde. Es ist nun bemerkenswert, dass wir in dem bereits erwähnten Abschnitt von Aristophanes, der davon spricht, dass die Vögel oder Geflügelten vor den Göttern hervorgebracht wurden, erfahren, dass der, von dem sowohl die Mächtigen als auch die Götter ihre Herkunft ableiteten, niemand anders war als der geflügelte Name Cupido. Cupido, der Sohn der Venus. Woher kennen wir die Venus? Die Himmelsgöttin. Nahm in der mystischen Mythologie, wie später belegt werden wird, genau dieselbe Stellung ein wie Nin oder Ninus, der Sohn, hinsichtlich Rhea, der Mutter der Göttin, der Götter. Nimrod war zweifellos der Erste der Mächtigen nach der Sintflut. Wenn daher Aristophanes sagt, der Götterknabe Cupido, selbst ein Geflügelter, habe all die Vögel oder Geflügelten hervorgebracht, während er dieselbe Stellung einnahm wie Nin oder Ninus, der Sohn, so zeigt das, dass auch in dieser Hinsicht Ninus und Nimrod miteinander gleichgestellt werden. Während dies die offenkundige Ansicht des Dichters ist, ist es in streng historischer Hinsicht auch die Schlussfolgerung des Historikers Apollodorus, denn er sagt, Ninus ist Nimrod. Und schließlich wird in Übereinstimmung mit dieser Gleichstellung von Ninus und Nimrod in einer der berühmtesten Skulpturen des alten Babylons dargestellt, wie Ninus und seine Frau Semiramis aktiv mit der Verfolgung der Jagd beschäftigt sind. Ich habe das Bild, das füge ich hier ein, wobei die Köcher tragende Semiramis eine geeignete Gefährtin des mächtigen Jägers vor dem Herrn ist. Nimrod. Dem Sohn des Kusch, dem Sohn des Ham, dem Sohn des Noah, nach der Flut. Das beendet die Lesung und bringt uns zum nächsten Teil unter Abschnitt 2b, nachdem wir das Kind von Assyrien jetzt deutlich besprochen haben, das Kind in Ägypten. Und das wird der Gegenstand der nächsten Lesung, von Babylon nach Rom sein. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Fragen, fürs Beantworten meiner offenen Fragen, fürs Kommunizieren. Ich danke euch für eure Offenheit, dass ihr lernen wollt und dass ihr mir eine Chance gebt, das zu lesen und dass wir alle ein bisschen was lesen, weil, wie gesagt, ich habe das Buch hier auch noch nicht gelesen. Ist für mich auch neu. Macht mir Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und damit hoffe ich, dass ich euch beim nächsten Mal noch sehe. Von daher, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gott schütze euch. Und nicht nur, dass er euch schütze, sondern auch, dass Gott dafür sorgt, dass ihr fest im Glauben bleibt. Im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66 sagt Tschüss.